Yo Leute, was geht ab? Mein Name ist Memo, willkommen auf meinem Kanal. Hab in letzter Zeit wirklich sehr, sehr wenig hochgeladen. Der Grund dafür ist, dass ich eine neue Wohnung habe und ich fahre jetzt dahin. Und ich nehme euch einfach mal mit und zeige euch, wie ich gerade alles aufbaue und wie meine Wohnung aussehen wird oder könnte oder sonst was. So, einfach mir folgen. Willkommen! Willkommen in meiner Bude. So fängt es hier an. Hier kommt rein. Hier, das ist das erste Zimmer. Ist nicht sehr groß, ich weiß, aber das soll ja auch so eine Art Büro werden. Hier kommt einfach so mein Arbeitstisch oder was weiß ich mit meinem Computer drauf. Hier mache ich dann die Aufnahmen. Hey Leute, was geht ab heute hier in der Red Flash? Das passiert genau hier. Hier möchte ich so eine Art Schrank aufbauen, so ein bisschen größer. Und dann sollen die ganzen Boxen dort drauf kommen. Achso, ich habe übrigens heute was erhalten von Shindy. Können wir direkt hier gerne zusammen auspacken. Einen Moment, ich packe euch jetzt einfach mal ganz kurz hier hin. So, machen wir ein kleines Unboxing. Ich hoffe, ihr könnt mich sehen. Yeah! Okay. Unboxing für das, was Shindy mir heute geschickt hat. Ich weiß wirklich nicht was. Okay. Ja, krass. Cool. Achso, auch einmal in schwarz. Also ich pack das hier gleich auch aus. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt. Da ist so das Label von Shindy. Hier ist so das Logo drauf. Achso, zweimal in schwarz. Ja, krass. Zweimal schwarz, zweimal weiß. Ah, können wir einmal... Also wenn ihr wollt, ich kann das auch gerne verlosen. Dann lasse ich die so, wie sie sind und dann verlose ich einfach diese vier Shirts, die Shindy mir geschickt hat. An der Stelle Dankeschön an Shindy für die ganzen tollen Geschenke. Auch danke an das Umfeld von Shindy, ihr wisst ja Bescheid. Ich brauche ja keine Namen zu nennen. Weiter geht's hier mit der wunderbaren Mini-Room-Tour. Also hier soll jetzt die Küche entstehen. Ich kann euch hier... Ja, es ist jetzt... Wie gesagt, da ist noch nichts aufgebaut, also das ist mein Kühlschrank. Ich weiß nicht, ob ich den jemals voll bekommen werde. Hier sind auch noch die ganzen anderen Sachen, Waschmaschine, Herd und bla bla bla. Das wird noch alles aufgebaut, irgendwann. Irgendwer wird das schon machen. Ich bin einfach der Schlechteste in Aufbauen, sage ich euch ganz ehrlich. Hier wurde auch gestern mein Teppich geliefert. Einer von vielen. Hier ist WC, also, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob man WC jetzt unbedingt zeigen muss. Das soll hier später mal das Schlafzimmer werden. Aktuell ist hier einfach nur eine Matratze. Weil wenn ich hier die Schränke aufbaue, dann muss ich mich irgendwann mal hinlegen. Sonst, ey, wirklich auf dem Boden. Das ist Katastrophe, sage ich euch ganz ehrlich. Ja, hier werden irgendwann mal die ganzen Bitches flachgelegt. Jetzt kommen wir ins Wohnzimmer. Yeah, wer hat denn diese ganzen Sachen hier aufgebaut? Ich bin super stolz, dass ich die alle aufgebaut habe. Ey, ihr wisst gar nicht, wie lange ich dafür gebraucht habe. Ich bin wirklich der Schlimmste in Sachen aufbauen. Guck mal hier, ich baue auch gerade die anderen Sachen auf. Hier ist zwar so eine Anleitung immer, da ist echt eine Anleitung mit dabei, aber ich verstehe einfach null, was da passiert. Mein Gott, so eine Scheiße Bau. Ey, überall hier auch noch die ganze Zeit Kartons und andere Sachen und nochmal ein Karton. Ja, so, das war eine Mini-Room-Tour. Ich wollte euch einfach nur zeigen, wie es momentan bei mir aussieht. Aktuell sieht es auch so aus, ich wache super früh auf. Also super früh um 8 Uhr wache ich ungefähr auf. Dann gucke ich einfach, was gibt es momentan so in der Rap-Welt. Dann mache ich 1-2 Videos davon. Ich mache so einen Timer, dann kommen die automatisch online. Und in der Zeit bin ich dann hier in der neuen Wohnung. Und wie ihr sehen könnt, baue ich dann immer die ganzen Sachen auf. Heute baue ich dieses Ding dort auf. Keine Ahnung, das ist, ich glaube, irgendwas für die Küche. Ja, so sieht momentan mein Leben aus. Also super hektisch. Rap-Videos machen, dann hierher kommen. Diese Sachen aufbauen, dann wieder zurück, nochmal Rap-Videos und dann schlafen. Aber ich habe wirklich ein paar tolle Sachen mir überlegt, was ich machen kann so in der Zukunft. Deswegen habe ich hier ein größeres Zuhause mir klar gemacht. Vor allem das Büro wird sehr, sehr wichtig. Also Büro, mein YouTube-Zimmer. Voll lustig eigentlich. Früher gab es einfach so Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer, was weiß ich. Jetzt gibt es auch so ein YouTube-Zimmer. Ja, da werde ich demnächst immer öfter Sachen aufnehmen, auch vor der Kamera dann stehen, Sachen für Rapcheck aufnehmen, Sachen für Big Memo, keine Ahnung. Mal gucken, was die Zukunft so bringt. Ja, das war's hier
Sobald hier die ganzen Sachen stehen, werde ich natürlich eine richtige Roomtour machen, wenn ihr natürlich wollt. Ansonsten habt ihr jetzt gesehen, wie ich lebe oder momentan, wie mein Leben aussieht. Ja, mein Name ist Memo. Danke, dass ihr vorbeigeschaut habt. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht das auf jeden Fall. Dankeschön auch für über 50.000 Abonnenten bei Big Memo. Dankeschön für fast eine 500.000 bei Rapcheck. Es wird auf jeden Fall wild.